In diesem Video würde ich euch gerne für meinen nächsten digitalen Stammtisch einladen, der jetzt im September stattfinden wird. Wann wird der stattfinden? Das ist eine gute Frage, denn das entscheidet ihr. Ich werde eine große, lange Doodle-Liste machen. Da können sich dann alle Leute eintragen und überall, wo sich, sagen wir mal, 4 Leute eintragen, 4 oder mehr, werde ich einen Stammtisch machen. Ich werde dann immer schauen, okay, wo haben sich genug Leute eingetragen, und dann sage ich, setze ich meinen Haken und dann bin ich da. Dann könnt ihr mir öffentlich Fragen stellen auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube. Da werde ich Videofragen beantworten, wenn ihr mir welche stellt. Dann, was gibt es noch? Google Plus natürlich. Ich werde versuchen, einen Livestream aufzubauen, sodass ihr mich in der Zeit auch echt sehen könnt, dass ihr euch vielleicht sogar dazuschalten könnt, sodass wir so ziemlich alles das nutzen, was heutzutage so geht, um einen ziemlich guten digitalen Stammtisch aufzubauen. Das ist es im Prinzip auch schon. Ich hoffe, es tragen sich ein paar Leute ein. Ich versuche natürlich, alle 94 KVs, ja, 98 KVs in Bayern zu besuchen, mit den Mitteln und den Möglichkeiten, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich versuche es, ja. Aber selbst das kann ja manchmal bedeuten, dass gerade dann, wenn ich da bin, jemand nicht Zeit hat, aber mich trotzdem gern kennengelernt hätte und eine Frage gestellt hätte. Und diese digitalen Stammtische sollen halt jedem, ganz egal, ob er im Krankenhaus liegt oder was weiß ich, nicht so gut laufen kann, eingebunden ist, terminlich, zeitlich, die Chance geben, mir live öffentlich Fragen stellen zu können. Man kann mir natürlich auch immer gerne eine E-Mail schreiben, man kann mir immer Ideen einsenden, freue ich mich. Aber manche Leute wollen es halt zu einem gewissen Punkt live in der Interaktion. Und dann schauen wir, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Also, diesen September, digitaler Stammtisch, tragt euch auf die Doodle-Liste ein. Überall, wo 4 Leute sich eingetragen haben, bin ich da, sofern ich keinen realen Termin habe. Es kann sich natürlich mal kurzzeitig ergeben, aber dann sage ich da sofort Bescheid. Und ich freue mich. Und das wird es jetzt jeden Monat geben, mindestens bis Dezember und ansonsten natürlich, wenn ich im Bundestag komme, die nächsten 4,5 Jahre. Okay, Dankeschön.